Hallo Community, vor ein paar Tagen habe ich euch die Frage gestellt, ob es mal wieder an der Zeit wäre, mich auszukotzen, einfach mal den Scheiß von der Seele zu reden, und ihr habt entschieden und auch ich habe mich entschieden, es ist an der Zeit, sich auszukotzen. Ich will jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, ich habe mir für die Aktion extra, wie ihr sehen könnt, den schicken Zwirn aus dem Schrank geholt, um einfach mal ganz gepflegt in Phoenix-Manier abzukotzen. Was kotzt mich an der Szene aktuell an? Mich kotzen Typen an, die sich eine Karre kaufen, den dermaßen auf die Fresse legen, teure Felgen draufhauen und vielleicht noch irgendeine komische Folie auf die Seite wichsen. Die kotzen mich an. Mich kotzen aber auch die Typen an, die ein Auto bauen, was nicht mehr auf der Straße fahrbar ist, was mit einem Trailer durch die Weltgeschichte gegondelt werden muss. Was für ein Blödsinn. Wieso macht man so eine Scheiße eigentlich? Viel schlimmer finde ich aber die Typen, die kotzen mich eigentlich auch richtig an. Die Wochen, Monate, jahrelang vielleicht, Unmengen an Geld in ihr Auto rein investieren mit ihren Kumpels, ewig und ewig 3 Nächte am Wochenende schrauben, tüfteln, basteln, schleifen, laminieren, was man eben so individualisieren kann. Wie kann man so bescheuert sein, diese Zeit und dieses Geld in ein Auto, in ein Stück Blech zu investieren? Man könnte es ja auch einfach anders machen. Die finde ich total bescheuert, die Jungs. Dann kotzen mich natürlich auch noch Landsleute an, die mit irgendwelchen dicken Karren einfach sinnlos durch die Stadt ballern, Mädels aufreißen wollen, sich einen Hatten holen, wenn sie die geleaste fette Karre durch die Stadt fahren. Die kotzen mich auch so richtig an. Dann gibt es natürlich noch die JDM-Fraktion, die eh schon ordentlich Leistung unterm Arsch haben, aber noch einen Turbolader mehr und noch einen mehr und noch einen Blow-Off und noch einen Pop-Off und was es sonst noch alles für Offs und Pops gibt. Einfach nur Masse, Masse, Masse an Leistung, bis nichts mehr geht, bis alles zu spät ist. Die finde ich total bescheuert, kotzen mich an. Und dann gibt es natürlich noch die Supervollidioten, die Drifter. Das sind die, die sinnlos den ganzen Tag im Kreis rumfahren, Hinterachse verballern, Kupplung verballern, Gummis verballern und finden es geil und finden sich selber geil. Die finde ich total bescheuert. Wieso macht man so einen Scheiß? So, und jetzt lehnt euch mal zurück, lasst mal wirken, was ich gerade erzählt habe. Natürlich finde ich es überhaupt nicht scheiße und keinen dieser eben aufgezählten Styles und Trends scheiße. Ich finde nur scheiße, wenn ich morgens mein Facebook aufmache und das Erste, was ich sehe, wie wir uns alle gegenseitig den ganzen Tag anpissen, anhaten und gegenseitig abfacken, was jeder für einen Trend hat, jeder für einen Stil hat, was jeder geil findet oder eben nicht. Und dann heulen wir aber im Gegenzug automatisch immer sofort rum und sagen, ey, wir brauchen mehr Toleranz in der Szene, mehr Akzeptanz, warum sind wir immer gegeneinander? Pipapo, lasst uns doch gemeinsam gegen die Cops, ACAB und so ein Scheiß. Wir sollten in den eigenen Reihen anfangen. Wir ficken uns alle den ganzen Tag selbst. Und warum? Weil wir dahingehend echt eingeschränkt sind. Leute, macht euch Gedanken, arbeitet an euch selbst, dass diese Szene überleben kann. Weil so wie es momentan läuft, es hat sich noch nie schlechter entwickelt wie die letzten Jahre, was jetzt momentan abgeht. Und das ist echt ein trauriges Zeichen. Und bevor wir anfangen, gegen die Polizei oder gegen den Tüffler oder sonst irgendjemanden zu schießen, sollten wir erstmal anfangen, an uns selbst zu arbeiten, damit wir, egal wer was für einen Trend hat und welchem Trend nachgeht, dass wir gemeinsam besser funktionieren können. Weil anders funktioniert es nicht. Ich bin raus. Ciao.